Bewegungssensoren eingeschaltet. Spiel läuft. Wir müssen schnell rennen. Hey, Lilly, warum versperrst du mir den Weg? Ich hab dir nichts versperrt. Die Bewegungsmelder sind eingeschaltet. Prüfen nach Objekten. Bewegung entdeckt. Wir müssen die Verlierer beseitigen. Oh nein, wir sind erwischt. Bestrafung speziell für euch. Ich hab Angst. Die Verlierer sind ausgeschieden. Systemfehler, Systemfehler. Hey, was ist denn mit dir los? Oh, sie ist schon wieder kaputt gegangen. Ich werde dich wieder mal reparieren müssen. Ich hab das so satt. Wo sind wir? What the? Warum sind das so viele Knöpfe? Lilly, bist du hier? Ja, Quentin. Komm schon, hierher. Boah, bist du schwer. Ich brauche eine Verschnaufpause. Na los, spring an. Die Challenge beginnt. Ich glaube, wir müssen hier auf diese Knöpfe drücken. Aber welchen soll ich wählen? Ach, keine Ahnung. Ich drück einfach auf den roten. Hoffentlich, mich wird nichts Schweres treffen. Mach dir keine Sorgen, Quentin. Das wird nichts Besonderes sein. Nur etwas Toilettenpapier. Schön weich. Aber eben viele Rollen davon. Es geht los. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben. Los geht's. Oh, was ist das denn? Wo kommt das ganze Toilettenpapier her? Was soll ich damit anfangen? Nicht gerade der beste Preis. Aber okay, ich habe eine Idee. Ich mache einfach eine Mumie aus mir selber. Nun, Quentin scheint zufrieden zu sein. Ich gehe zu Lilly weiter. Ich bin eine Mumie. Fremdes Element im System. Müssen wir beseitigen. Laserblick aktiviert. Nein, was machst du denn? Oh Mann. Knapp entkommen. Oh nein, das Papier brennt. Ich schon wieder. Ich glaube, alles ist vorbei. Das fremde Element wurde beseitigt. Gehen wir zum zweiten Spieler. Die Batterie ist leer. Alles klar, ich muss es schon wieder aufladen. Warte ein bisschen. Fangen wir an. So ist gut. Verbunden und jetzt laden. Ich denke, ich suche mir so lange einen Knopf aus. Ich habe Angst, aber ich tendiere zu gelb. Hä? Wieso passiert denn nichts? Der Akku ist fast aufgeladen. Ist nicht mehr viel übrig. Okay, jetzt funktionierst du wieder. Auf dem Weg zum zweiten Spieler. Lilly, ich komme schon. Dich erwartet etwas Interessantes. Hallo, erinnert sich noch jemand an mich? Wie oft soll ich denn noch diesen Knopf drücken? Wieso passiert hier nichts? Oh, wow, du hast eine ausgeprägte Lust am Spielen. Ich bin stolz auf dich, Lilly. Du bekommst etwas Meereswasser mit Algen. Was ist denn hier los? Wieso bin ich plötzlich so nass? So viele Male, wie du auf den Knopf gedrückt hast, so viele Aquariume warten auf dich. Ich werde hier doch ertrinken. Das ist viel zu viel Wasser. Lasst mich raus. Oh, endlich kann ich aufatmen. Das tut gut. Ich hätte nicht so oft auf den Knopf drücken müssen. Hier, das kannst du gebrauchen. Oh, wow, als wäre ich auf dem Meeresgrund gelandet. Das hat was. Ich werde einfach abwarten müssen. Oh, schaut mal. Es gibt sogar Fische hier. Es ist Zeit für die zweite Runde. Okay, meinen Fehler werde ich sicher nicht wiederholen. Ich drücke nur einmal auf den Knopf. Oh nein, das war aus Versehen. Ich bin mir sicher, das wird ihr gefallen. Wow, eine Pizza. Das ist ja toll. Habe ich endlich Glück gehabt? Danke sehr. Ich empfehle, noch etwas geriebenen Käse hinzuzufügen. Lilly, das ist für dich. Bedien dich. Hoffentlich wird es dir schmecken. Käse, wie toll. Ich bin ein echtes Glückskind. Mehr Käse, mehr Käse.
Ich kann gar nicht genug von dem Käse bekommen. Boah, ich habe noch nie so viel Käse auf einer Pizza gesehen. Ich habe ganz schön Hunger bekommen. Noch ein bisschen mehr Käse und noch ein bisschen. Wie lecker. Wer bist du denn? Mach, dass du wegkommst. Ich habe eine Ratte in meinem Block. Seltsam, wo kommt dieses Geräusch her? Holt mich hier raus, hier sind Ratten. Oh, schaut mal, eine fliegende Maus. Das ist ja niedlich. Komm, ich fange dich. Gut gemacht. Du bist so niedlich. Ab zu Lilly. Ich glaube, es wird ihr gefallen. Und ich gehe so lange zu Quentin. Okay, jetzt bin ich dran. Ich muss mich entscheiden. Okay, diesmal soll es der grüne Knopf sein. Hoffentlich steckt was Gutes dahinter. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine gute Wahl getroffen. Du bekommst von mir einen Eimer Kaugummi. Ich würde ja selber gerne Kaugummi kauen, aber leider bin ich nur ein Roboter. Wow, so viel Kaugummi, da freue ich mich ja. Was für ein Glücksfall. Einfach großartig. Ich wollte schon immer mal in Kaugummi baden. Jetzt wird es Zeit für eine Kaugummiblase. Super, ich hab's geschafft. Sie fliegt weg. Cool, ich könnte hier eine Ballonparty schmeißen oder so. Es macht immer mehr Spaß. So viele Ballons hier. Ein Luftballon. Wo kommt er her? Quentin, was machst du hier? Hey, ich lade dich zu meiner Ballonparty ein. Versucht er etwa zu fliehen? Oh nein, das werde ich nicht zulassen. Laserblick aktiviert. Was ist mit meinen Luftballons passiert? Die sind geplatzt. Ich falle. Schön, dass du wieder zurück bist, Quentin. Ich hab dich schon vermisst. Oh, Gott sei Dank bin ich stecken geblieben. Das gehört sich nicht. Ab in den Würfel. Freut mich, dass du wieder zurück bist. Aha, mein Kopf. Ich sehe lauter Sterne. Das ist die nächste Runde. Die Spielregeln kennt ihr ja schon. Okay, ich habe meine Wahl getroffen. Gut gemacht. Das war eine tolle Geschwindigkeit. Hier kriegst du eine Menge Donuts von mir. Für deine Entschlossenheit. Guten Appetit. Oh, sind das Donuts? Ist ja unglaublich, so viele. Ich habe ja nicht mal genug Hände, um die alle zu essen. Boah, die machen mich voll energiegeladen. Fantastisch. Zuerst esse ich alles auf. Oh nein, ich habe mich verschluckt. Ich kriege keine Luft mehr. Ich muss diesen Donut rauskriegen. Oh, es hat funktioniert. Ich kann wieder atmen. Das ist dein Müll. Den kannst du zurückhaben. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber okay, danke. Hier bin ich, Lilly. Jetzt bist du dran. Okay, diesmal versuche ich es zu erraten. Okay, getroffen. Es ist schon wieder der gelbe Knopf. Du bist zwar weniger entschlossen als Quentin, aber das macht nichts. Dich erwartet eine Überraschung. Du kriegst nämlich Kleber von mir. Da lässt sich leider nichts ändern. Was zum Teufel ist das denn? Was gießt du denn da? Hä? Ist das etwa Kleber? Bloß nicht das! Das fühlt sich voll eklig an. Bleib stark. Es ist noch ein bisschen übrig. Nein, meine Arme kleben an meinem Oberkörper. Hilfe! Das wollte ich nicht. Das war aus Versehen. Mehr brauche ich nichts. Oh, Lilly ist ja ganz wild darauf zu spielen. Unerwartet, aber lobenswert. Hier kriegst du etwas Glitzer von mir. Es sollte dir gefallen. Nein, nicht in dieser Situation. Das bleibt ja alles an mir kleben.
Oh Mann, ich sehe wie eine Weihnachtskugel aus. Steht dir gut. Du funkelst und schimmerst. Wie eine Disco-Kugel. Schmeißen wir hier eine Party? Voll cool. Ich bringe etwas Musik mit. Was für eine Party. Ist ja toll. Lasst uns tanzen. Tanzt mit. Ich mach es vor, ihr macht es mir nach. So geht das ganz einfach. Das macht so viel Spaß. Die Challenge ist bald zu Ende. Aber ich habe immer noch Angst, eine Entscheidung zu treffen. Ich drücke einfach auf den blauen Knopf hier. Was kriege ich dafür? Lilly, du bist so unentschlossen. Und diesmal gerechtfertigt. Ich habe hier was für dich. Was stinkt denn hier so? Ich kriege keine Luft mehr. Meine Augen tränen sogar. Ich muss sofort was tun. Das Loch muss ich einfach schließen. So ist gut. Stinkender Fisch, speziell für Lilly. Seltsam, woher kommt der Korken? Ich verstehe nichts. Er hindert mich daran, die Challenge fortzusetzen. Aua, mein Kopf, das tut ja weh. Ich sehe nichts mehr. Jetzt können wir weitermachen. Lilly, das ist dein Fisch. Schau mal, wie viel ich für dich vorbereitet habe. Oh nein, was ist denn hier los? Ich habe keine Lust auf Stinkefisch. Bloß nicht das. Ich kriege keine Luft mehr. Das ist voll eklig. Guten Appetit. Oh, hier ist noch ein Fisch. Ab zu Lilly. Oh, den Gestank werde ich doch nie im Leben los. Ich muss genau zielen. Das ist großartig. Bloß nicht das. Nicht schon wieder. Ich habe einen Fisch im T-Shirt. Ich krieg ihn nicht mehr raus. Viel Spaß mit deinem Fischlein, Lilly. Quentin langweilt sich schon. Okay, es wird Zeit, dass ich eine Entscheidung treffe. Wieso ist das so schwer? Oh, was für ein interessanter Knopf. Muss sicher was Ungewöhnliches sein. Du hast völlig recht, Quentin. Aber bevor du das bekommst, was dich erwartet, solltest du einen Helm aufsetzen. Ein Helm? Sehr seltsam. Irgendwie ist das alles ein bisschen beängstigend. Aber okay, ich setze ihn auf. Wir können loslegen. Du kriegst von mir diese Zuckerkekse. Die sind köstlich, aber ein bisschen hart. Was ist das denn? Fühlt sich an, als wären das Ziegelsteine oder so. Oh, das sind ja Zuckerplätzchen. Und eine Nadel. I don't know. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass du in 30 Sekunden das Dreieck aufschneiden musst. Die Uhr tickt. Viel Glück. Oh nein, wieso musste ich nur auf diesen Knopf drücken? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich verliere? Aua, nee, das mache ich einfach ohne Nadel. Ich knabbere dran. Na komm schon, das muss klappen. Oh Mist, ich habe den Keks kaputt gemacht. Mach dir keine Sorgen. Ich habe gesehen, dass du dich bemüht hast. Aber das wird dir leider nicht helfen. Nein! Was ist das für ekliger Schleim? Was für ein Albtraum. Ich bin nass und stink auch noch. Du bist selber schuld. Hättest nicht verlieren dürfen. Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.